Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir haben mal die Seiten gewechselt. Wer einer der anderen Videos gesehen hat, weiß, immer noch dieselben Klamotten, drehen die immer mit dieselben Klamotten. Ja, wir laufen hier durch die Pösseler, wir sind hier auf dem Caravansalon Düsseldorf. Ja, der ist schon vorbei, das wissen wir, aber trotzdem wollen wir euch Fahrzeuge mal vorstellen in unserer Reihe. Schau mal rein, wir haben eine Arbeit, du sollst da reinschauen, im Summit Prime 600. Den ersten haben wir aufgenommen, das war ein 640er auf der ABF in Hannover 2020. Genau, und der 600er, also wir sind eher so die 600er Fahrzeuge, also 6 Meter Fahrzeuge, das ist uns lieber wegen Parken und so weiter. Da müssen wir auf jeden Fall mal reingucken. Und das machst du wann? Nach dem Intro. Dann wollen wir mal reinschauen. Vorne gleich der Kühlschrank. Könnt ihr von außen und von innen, das ist doch eine super Sache. Das Holz, ich glaube, das gibt es nochmal in anderer Farbe. Bin ich mir gerade nicht so sicher. Aber das ist halt ein etwas dunkleres Holz, aber modern auf jeden Fall. Ja, der Summit Prime verspricht natürlich das Rooftop, logischerweise. Ja, schön, man kann es aufmachen. Man hat viel Licht vorne, das ist natürlich wirklich sehr, sehr schön. Hier haben wir die schöne Glas oder Glasoptik, sag ich mal, dieses Klavierlackmäßige, das natürlich auch vom Prime sehr hochwertig verarbeitet ist, das sieht immer sehr, sehr schön aus. Dann haben wir natürlich hier ein großes Fach, das muss ich ehrlicherweise sagen, haben sie immer noch nicht verbessert, das ist uns nämlich damals aufgefallen, hier klackt das sozusagen dran und wenn das da dran schlägt, ne, dann hast du ja hier irgendwann in diesem Klavierlack natürlich auch vielleicht ein paar Kratzer. Könnte man, weiß nicht, ob man es nachjustieren kann oder nicht, ist halt in diesen Fahrzeugen so. Muss man halt ein bisschen vorsichtig sein. Jo, ansonsten schöne Polster, den gibt es natürlich auch in Leder, das haben wir damals gesehen auf der Messe, den wird es immer noch in Leder geben. Hier drunter unter dem Tisch haben wir dann noch ein großes Fach, wo auch der Frostwächter drin ist, aber da passen natürlich Schuhe und so weiter hervorragend rein. Genau, hier ist eine schöne Arbeitsflächenerweiterung, ebenerdig, also klasse gemacht. Jetzt muss man natürlich das mit zwei Händen hier bedienen. Eigentlich, so, ich versuche das einfach mal so zu machen. Dann haben wir schöne große Kochfelder und auch ein schön großes Waschbecken, das ist ja auch immer wichtig. Unter allen Schränken haben wir hier in dem Fahrzeug Ablagemöglichkeiten und dann sind nochmal tiefe Schränke dabei, die dann für die ganzen Utensilien sorgen. Das hier ist nicht ganz so tief, dieses hier ist richtig tief. Also das ist wahrscheinlich dem geschuldet, weil hier natürlich noch die Schiebetür hinter ist und dann kann man das Ganze nicht so weit nach hinten bauen. Ablageregale, vielleicht für Gewürze und so weiter, also schön gemacht, auch USB. Und hier ist noch 230 Volt. Bad, das ist ja das berühmte Schwenkbad hier bei Pössl. Hier oben haben wir noch Schränke oder Einschrank. Da kann man dann noch Sachen ablegen. Und wir haben hier das Medi-Heki von Dometic. Ja, da ist halt der Duschbereich, macht immer noch was her, ne, mit diesem Klavierlack hier auch im Bad. Kannst du hier die Sachen reinpacken, dann sind die verstaut, gut ist, einmal rumgeklackt, zack, hier hast du indirektes Licht nochmal drinne. Ein Fenster noch zur Seite und das Fenster dann oben, schön querlüften, möglich, super Sache. Ich gehe einmal kurz hier auf diese Schublade ein, oder beziehungsweise auf dieses Verstaukästchen, das ist natürlich schön, da kann man noch ein paar Sachen reinpacken und dann wollen wir hier in die Schränke mal reinschauen. Tiefer Schrank, ganz viel Lademöglichkeiten mit Zwischenboden, super gemacht. Also wir nutzen solche Sachen ja immer für Getränke. Das ist natürlich klasse. Dann haben wir hier noch eine Schublade für Bestecke. Alles Softclose natürlich. Tiefe Schublade vielleicht für Teller, Töpfe und Co. Und ganz unten sieht es mir aus wie eine Versorgungsklappe. Nee, nicht ganz. Also hier ist natürlich die Anluft für den Kühlschrank. Aber ansonsten haben wir hier immer noch die Möglichkeiten, was zu verstauen.
Jo, nach hinten geguckt. Wir haben einmal rundum laufende Schränke. Zur rechten, zur linken und natürlich auch nach hinten. Ich will jetzt nicht alles komplett hier aufmachen, weil da hinten komme ich auch, glaube ich, nicht so gut ran, oder? Doch, geht. Also tiefe Schränke. Da passt eine Menge rein. Ich würde sagen, sogar mehr als bei uns im Malibu. Ja, also sieht zumindest auf den ersten Blick so aus. Linke Seite ein Fenster, rechte Seite ist keins. Hinten sind auch Fenster. Ich glaube, das kann man so und oder so bestellen, je nachdem, wie man es möchte. Dann schauen wir mal nach außen. Einmal von außen nochmal geschaut und in den Heckraum rein. Richtig groß. Für ein 6 Meter Fahrzeug habt ihr auf jeden Fall genug Platz. Würde ich jetzt mal so behaupten. Dann haben wir natürlich hier noch das Gasfach. Zwei Gasflaschen sollen reinpassen. Man kann von hinten wieder ran. Also muss man den Stauraum dann nicht ausräumen. Das ist super gelöst. Ja, ich würde sagen, wir gucken nochmal ums Fahrzeug rum. Zur linken Seite haben wir hier die Versorgung bzw. die Entsorgung der Toilette, den Toilettenschacht. Dort ist natürlich die Heizung, ich habe gesagt, unter der Sitzbank und auch Strom zu der Seite. Und dann müssen wir nochmal zur anderen Seite schauen, weil hier hinten haben wir das Wasser. Ist ja meistens so, das ist ja so ein bisschen bauartbedingt, dass das dann auch klar ist, wo das Ganze ist. Aber manchmal wird es ja auch anders gelöst. Ja, schickes Fahrzeug, kommt auf dem Citroën daher. Ist ja auch im neuen Design hier und sieht so ein bisschen, ja, stylisch aus, bisschen moderner gemacht. Ja, und natürlich klar, wie gesagt, von außen das Skyroof. Der Pössl Zammel Prime 600. Was mir jetzt aufgefallen ist, also ich habe drei USB-C Dosen gefunden. Ja, das kommt hin. So. Keine einzige USB-A und vor allem nicht im Bettbereich. Also im Bad finde ich sehr interessant, sonst auf Klo. Hast du hinten diese untergeklicksten, wo du dieses in dieses Schienensystem reinbauen kannst? Auch nicht. Also da war ich jetzt völlig überrascht. Okay, das habe ich gar nicht gesehen. Wo ich jetzt reingeschaut habe. Mhm. Also das würde mir wirklich fehlen. Und wie vielleicht gesagt, gibt es ja das im Aufpreispaket oder sowas. Mag ja auch möglich das sein. Das wäre so nicht. So war auf jeden Fall nicht. Aber auf dem Klo finde ich lustig. Auf dem Klo hast du USB-C. Ja, genau. Das habe ich auch gedacht. Und das war auch im anderen Fahrzeug schon so. Irgendwie auf dem Scheißhaus braucht man heutzutage USB-Dosen. Aber halt nicht im Dings. Weil wieder in dem Pössl, den wir das letzte Mal vorgestellt haben, da ist an den Lampen. Und die Lampen, die sie hier verbaut haben, ist es nicht. Gut, das ist es aber mal. Ist es wir so. Haben halt mal reingeschaut. Jetzt braucht ihr noch die harten Facts. Die wollte ich euch auch sagen. 59.000 im Grundpreis, so wie er hier jetzt steht mit dem Paket, bei 67.800 Euro. Ja. Ich glaube, damit haben wir wieder unsere Aufgabe erfüllt. Wir haben mal für euch da reingeschaut. Wie gesagt, fahrt zum Händler, fahrt auf Messen, wo Pössl ist und fasst es einfach mal an, spürt das Moment und wenn ihr die Chance habt, so ein Fahrzeug mal zu leihen, ist immer gut. Wie gesagt, das kann nur die erste Anregung sein, dass ihr mal reingeschaut habt. Für mehr sind diese Videos nicht. Und alle Angaben, die wir hier an der uns sammeln, sind ohne Gewähr. Genau. Und jetzt reicht es auch aus. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.